Aufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Memme. Und mit der Nummer 13,5, der Tom. Giese! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. So. Ja, wir haben ein bisschen etwas zu verarbeiten heute. Es ist ein Sommermärchen zu Ende gegangen, das gefühlt eigentlich gar noch nicht hätte müssen vorbei sein. Bei uns ein alter Bekannter, der Schauspieler und Italo-Schweizer, heute nicht barfuß wie beim ersten Mal, sondern mit Schuhen, der Leonardo Nigro. Willkommen. Grüezi miteinander. Hallo. Hoi. Das tut sich gut, weil wir müssen natürlich auch über die Italiener dann noch ein bisschen reden. Ich bin fest in Liebe. Ich bin eh schon in Liebe mit Italien, aber ich bin seit dieser Europameisterschaft noch viel mehr in Liebe mit Italien. Aber zuerst du musst natürlich auch sagen, dass du mich schon eingeladen hast, bevor man gewusst hat, was mit Belgien passiert. Voilà. Genau. Wir haben natürlich schon gewusst, was passiert. Weitsichtig haben wir natürlich genau gewusst, dass es so wird kommen. Ist ja klar. Vielleicht hätten wir uns fast noch ein bisschen gewünscht, dass wird dann ein Halbfinale Italien-Schweiz uns bevorstehen. Leider ist es nicht zum Halbfinale Italien-Schweiz gekommen, weil die Schweiz im Viertelfinale auch noch mal äußerst knapp ausgeschieden ist gegen Spanien. Wie hast du das Spiel erlebt, Schweiz-Spanien? Spannend, an der Grenze, sehr hart für die Schweiz. Ich bin eher einer von denen, der findet, die Spanier, also wir haben ja gesehen, der EM, sorry, wenn ich ein bisschen aushole, wirklich jedes Spiel ist eine Geschichte für sich. Also einmal mehr haben wir gelernt, Gruppenspiele sind ganz ein anderes Turnier wie dann ab der K.O.-Phase. Also kann wirklich jedes Mal wieder etwas komplett Neues passieren. England gestern 4-0, obwohl es bisher sehr sparsam umgegangen sind. Also es hat sehr viele Überraschungen, sehr viele tolle Spiele an der EM. Und ich finde, so wie ich Spanien erlebt hatte, die ersten 70 Minuten bis zu der roten Karte der Schweizer, habe ich jetzt gefunden, also da wäre mehr machbar gewesen. Für die Schweiz? Für die Schweiz. Und ich finde jetzt ehrlich gesagt, die extrem defensive Haltung, auch mit dem Wechsel, klar Signal geben der Mannschaft, so, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist zum Elfmeterschiessen zu kommen, habe ich ein bisschen schade gefunden. Ich habe das Gefühl, gegen die Spanier wäre mehr drin gelegen, auch zu zählen. Also da musst du gar nicht so viel ausholen. Da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen einig, dass jetzt die Spanier jetzt nicht eine Übermannschaft und eine Herkulesaufgabe gewesen wäre. Die sind, also klar, es sind Spanier, also die können shooten, man hat gesehen, die können shooten, unglaublich schnell, unglaublich präzise, ihr Kurzpassspiel hat funktioniert. Aber darum sage ich, also es kann passieren, dass Italien 4-0 vom Platz hat. Ja, das kann passieren. Aber jetzt bei diesem Spiel, ja. Schweiz-Spanien, finde ich, ist es schon. Aber sorry. Ja, übermächtig sind es nicht gewesen, Spanien. Das sind es nicht gewesen. Also ich bin nicht ganz einig mit dem, dass man, wenn man das gemacht hätte, ein bisschen mehr auf Offensive setzen, trotz in Unterzahl gegen Spanier, wo die Leute schon müde sind und du hast ganz viele wichtige Positionen nicht mehr besetzt gehabt, weil halt Verletzungen, Gesperren, alles das. Das wäre Harakiri gewesen, absolut. Also das habe ich den richtigen Weg gefunden. Bis zu der 70. Minute, also bis zu der roten Karte, habe ich gefunden, das ist recht ausgeglichen. Ich meine, es sind 9 Eckball. Die Schweizer hatten 9 Eckball gehabt bis zu dem Zeitpunkt und die Spanier hatten dort noch 3 oder so gehabt. Nachher haben sie ein bisschen zugelegt. Aber trotzdem grandiose Leistung. Ich habe gefunden, man hätte nichts besser machen können als jetzt das. Außer vielleicht noch irgendwie noch ein träumliches Goal nach dem Eckballschiessen oder so. Ich finde eben nicht, also ich finde, es ist nicht ausgeglichen. Ich finde, die Schweiz hat sogar einen Vorteil gehabt. Ja, das stimmt. Und darum denke ich, sind für mich die Wechsel oder das, ich meine, die letzte halbe Stunde Verlängerung ist die Schweiz nicht einmal über das Mittelfeld. Ja, klar. Und aufgrund natürlich auch von der Auswechslung. Ist ganz klar so disponiert gewesen, so machen wir das jetzt. Wir versuchen jetzt ohne jegliche Chance auf ein Konter, was auch immer, habe ich jetzt ein bisschen schade gefunden. Es sind ja zwei Spiele gewesen. Also man muss ja sagen, schon vor der roten Karte hat man immer ein bisschen das Gefühl gehabt, die Spanier haben einen mehr auf dem Platz. Und nach der roten Karte hat man fast ein das Gefühl gehabt, vielleicht haben die Spanier fast jetzt schon 2-3 mehr auf dem Platz. Darum bin ich auch mehr beim Memory. Ich sage, dort musst du einfach irgendwie überleben und hoffen, dass man im Penalty schiessen. Aber bis zu dieser roten Karte, also das Spiel ist eigentlich so verlaufen, wie man sich es eigentlich hätte können wünschen. Jetzt mal abgesehen von dem blöden, abgelenkten Goal, wo die Schweiz überkommt. Aber trotzdem 0-1 Rückstand. Sie haben sich zuerst gefunden, sie sind organisiert gewesen. Und dann je länger, je mehr, gerade nach der Pause, sind sie so richtig ins Spiel gekommen und es ist ausgeglichen worden. Oder sogar, vielleicht, da gebe ich dir sogar recht, sind die Schweiz schon ein bisschen überlegen gewesen. Also wäre die rote Karte nicht passiert, das ist jetzt halt ein bisschen schade. Wir wissen es nicht, oder? Ja, und auch der Wimbolo, der sich verletzt hat. Ein wichtiger Spieler in so einem Spiel, der auch mal ein bisschen körperlich reingehen kann. Ja. Ich glaube, was die EM zeigt, ist, dass eigentlich sind jetzt nur die Mannschaften drin, die es geschafft haben, eine Mannschaft zu sein.
Also wo wirklich, egal was passiert, sehr kompakt. Jeder geht für jeden. Sie sind sich nie zu schade. Sie in Frankreich, die haben einfach auf ihre Individualisten gesetzt, gehofft. Aber null Mannschaftsgefühl. Viele andere auch nicht. Portugal auch nicht. Hat auch nicht überzeugt. Deutschland genauso. Übrigens krass, dass von der Todesgruppe alle drei da rausgegangen sind. Crazy. Und ich glaube, was die Schweiz geschafft hat, darum sind sie teilweise auch überlegen gegenüber Spanien, ist, dass sie im Laufe des Turniers, vorher nicht, aber im Laufe des Turniers, ist irgendetwas muss passiert sein, wahrscheinlich nach einem Italienspiel, wo sie wahrscheinlich wirklich miteinander geredet haben. Und es war wirklich eine Mannschaft da gewesen. Und man hat gesehen, die so spielen, die so auftreten, das sind jetzt meiner Meinung nach auch die ganz klar das Halbfinale verdient haben schlussendlich. Was ist passiert mit der Schweiz? Es ist etwas passiert, offensichtlich. Offensichtlich schon, ja. Die Frage ist, wann hat es angefangen? Ja, also man muss immer sagen, es klingt immer so, wie wenn die Schweiz das Turnier gestartet wäre, wäre alles grottenschlecht gewesen und nachher wäre es immer besser geworden. Sie haben gegen Wales einmal eine Viertelstunde Durchhänger gehabt und haben das Goal kassiert vorher und nachher sind sie souverän gewesen und hätten das Spiel eigentlich müssen können. Gegen Italien einfach keine Chance. Streichresultat? Keine Chance, die anderen ja. Sind einfach x-mal besser gewesen. Nachher gegen die Türkei geliefert, nachher ist eigentlich alles wieder gut gewesen. Ja. Also ist eigentlich nicht ja, so, dass sie... das gegen Wales, finde ich, wenn du jetzt dort schon kompakte, klare Mannschaft gehabt hättest, haben sie eigentlich gehabt. Nein, ich finde, nach dem 1-0 sind sie hinten drin gestanden. Eben, das ist das. Sie haben die Viertelstunde, wo sie nachher das Goal kassiert haben. Das ist wirklich eine schlechte Zeit gewesen. Aber es sind eine Viertelstunde. Ja. Sie sind nicht vorher schlecht gewesen und auch nicht nachher schlecht gewesen. Darum ist es nicht jetzt einfach so, es hat irgendwie Klick gemacht und nachher sind sie gut geworden und vorher sind sie schlecht gewesen. Sie sind eigentlich vorher schon gut gewesen. Es ist einfach ein bisschen anders wahrgenommen worden, weil das Resultat 1-1 gegen Spanien halt nicht das gleiche ist wie 3-3 gegen Frankreich. Ja, nein, sorry, aber irgendein Klick muss ja passiert sein, weil nach dem Italienspiel ist ja ein Wechsel da gewesen. Also das heisst, irgendetwas muss in der Einstellung bei den Spielern passiert sein, weil es sind ja nominiert, sind ja die gleichen. Also wenn du so eine Es sind so aber nicht die gleichen. Das ist ja ein Unterschied. Also du hast auf einmal einen Zuber, der dann reinkommt, der dann halt besser funktioniert als der Rodriguez auf der Seite. Es hat ein paar Wechsel gegeben, die sich durchaus gelohnt haben, die sich auch angebahnt haben. Aber es ist nicht, ich glaube nicht so, dass man noch heute, in der heutigen Zeit, wo die Mannschaften so gut und so gut trainiert sind und alles wissen und taktisch gut aufstellt, das ist nicht eine Einstellungssache. An einer Endrunde musst du nicht die Leute motivieren, zum gut zu spielen. Dort wollen alle gut spielen. Es ist nicht so, dass die Einstellung nicht gestimmt hat. Sie haben einfach ein paar komische Entscheidungen gehabt und nachher hat es aber... Darum sage ich, wann hat das angefangen? Weil da gebe ich dir absolut recht, Leonardo, dass die Teams drin sind, nach wie vor, die wirklich als Team funktionieren. Und da hat die Schweiz ganz offensichtlich dazugehört. Die Frage ist, wann hat das angefangen? Es gibt die sagen, ja, nach dem Italien-Spiel ist eine Rückschrittmannschaft, man hat miteinander geredet und seitdem ist es ein anderes Gesicht. Ich glaube, das hat schon viel früher angefangen, das Team sein. Man hat es dann einfach spätestens nach dem Türkei-Spiel oder im Türkei-Spiel oder dann spätestens, allerspätestens im Frankreich-Spiel erst so richtig gesehen, wie gut das Team als Team offensichtlich funktioniert. Ich bleibe bei meiner Meinung. Also, das heisst, eben, das Team war schon da gewesen. Nominell ist die Schweiz besser als Italien, wenn du schaust, was für Top-Club zu spielen, was schon alles gewonnen haben. Schweiz ist besser als Italien. Natürlich, wer hat Italien bekannte Spieler? Chiellini, Bonucci. Was haben sie noch? Was haben die anderen Spieler in ihrer Karriere? Also nominell. Was haben die Schweizer Spieler gewonnen? Ein U17-WM-Titel? Also nicht. Ich bin nicht anschauen. Nein, aber also wirklich, das kannst du nicht. Nein, die anderen also zwei Spieler von Sassuolo, von weiss ich, woher das überhaupt kommt. Wir spielen mit Leuten von IB. Ja, und wir von Sassuolo. Ja, ich weiß nicht, was höher zu werden ist. Nein, also ich glaube nominell vom Verfahrenswert her ist Kader... Einspruch eurer Ehren. Nein. Wir haben gerade angefangen, sie sind schon am Streiten, das ist schön. Also wenn du jetzt Schweizer gefragt hättest auf der Straße von 10 Leuten, hätten vor 20 Jahren mindestens einigermaßen Fußball interessierte Leute, hätten 4-5 italienische Nationalspieler nennen können. Fragen mal heute. Klar. Also noch vor der EM. Aber heisst nein, das ist alles. Heisst das nur, weil irgendwelche Leute auf der Schweizer Straße die italienischen Spieler nicht kennen, heisst das, dass sie dann nicht gut sind? Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie spielen bei Napoli, bei Roma, nominell, rein vom Kader Juve. Nein. Alles bei Grossclubs. Nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, rein nominell vom Kader her, was sie bis jetzt gewonnen haben, wenn du schaust, auch den Altersdurchschnitt und so weiter und so fort, ist es viel unerfahrenere Mannschaft als die Schweizer Kader. Das ist meine Meinung. Gut, dass ich das jetzt nach EM nehmen, aber vorher sicher schon. Aber lass uns mal schnell noch über das Schweizer Spiel reden, bevor wir vielleicht auch noch ein bisschen in die Analyse vom Spiel, weil es ist auch das Spiel gegen Spanien ist es von der Dramaturgie her ein schönes Spiel gewesen. Wie ist es euch gegangen? Du hast zwei Herzen in deiner Brust. Du hast das italienische Herz und das Schweizer Herz. Und darum hast du einen grossen Abend erlebt an diesem Viertelfinalabend. Also gerade die Schweizer und die Italiener gesehen spielen. Wie ist es so gegangen, emotional? Mir ist so gegangen, dass ich nach dem Spiel, nachdem die Enttäuschung, ja, überwunden ist sie noch nicht gewesen, aber ich bin nudelfertig gewesen. Nach so einem Achtelfinal gegen Frankreich, noch so einem Viertelfinal gegen Spanien, zweimal Penaltyschüsse, ich bin leer gewesen, ich bin ausgekotzt gewesen, emotional. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, wie geht es den Italienern und den Franzosen normalerweise und den Deutschen und den Engländern? Ey,
jedes Mal so lange in einem Turnier. Ich bin fast froh, dass das nicht die Regel ist. Also ich bin jetzt 47 und ich muss dir sagen, was die Schweizer Fans oder die Jungen, die jetzt ja erst seit 10 Jahren oder was auch immer, ist die Schweiz an jedem grossen Turnier dabei. Vorher war das eben nicht so. Natürlich ist man irgendwo durch, wenn man jetzt vor allem für Italien ist, irgendwo durch schon abgehärtet oder hat schon so viel erlebt. Ich meine, mit 20, wo Fußball das Wichtigste war und das Zweitwichtigste war auch Fußball. Wenn man mit 20 ein WM-Final im Penaltyschiessen verliert, meine, das ist schlimm. Das ist krass. Der Ball schon hoch über die Latte. Wenn man so etwas erlebt hat mit 20, dann kann einem fast nichts mehr weghauen. Es tut zwar jedes Mal wieder weh, wenn du rausgehst und so weiter und so fort, aber man gewöhnt sich daran. Zum Beispiel, ich habe so einen Gruppenchat mit italienischen Kollegen und so. Und während der Gruppenspiele habe ich dann immer geschrieben, immer mit einem Smiley, alle haben sich zu tot gelacht, habe ich geschrieben, ich habe gar keine Freude gehabt, weil ich habe gar nicht gelitten. Weißt du, paradoxerweise. Ich war so gewohnt, dass wenn Italien spielt, ist es einfach immer ein Leiden. Und das nimmt man einfach in Kauf und das ist irgendwie das, was es ausmacht. Darum kann ich Italien-Spiele auch immer nur allein schauen, mit einem Kollegen, höchstens zwei. Mehr nicht. Es gibt kein Public Viewing, kein irgendwo. Ich kann das nicht. Wenn Italien spielt, dann so. Wichtiges Thema. Thema. Bei uns sind es ja dann Schweiz-Spiel schauen mit ganz vielen Menschen zusammen an einem öffentlichen Ort. Nein, auf absolut keinen Fall. Geht nicht. Nein, also wirklich nicht. Geht nicht. Also ist ja, erstmal ist man dann schon so in dem Film. Ich schaue gerne mit ein paar Freunden, aber so jetzt nicht Hunderte oder so, mit diesen lustigen Retro-Schweizer Liebchen und die irgendwie Hüte da haben und so. Und dann bin ich wirklich, glaube ich, sehr anfällig auf dann so unqualifizierte Innenrufe und so. Das würde ich wirklich gar nicht vertragen. Darum probiere ich es gar nicht erst. Also ich habe es ein bisschen probiert jetzt bei dem Schweiz-Spiel gegen Spanien bei einem Bekannten zuhause im Garten mit ein paar Leuten. Es waren vielleicht 20, 30 Leute und die meisten habe ich auch nicht gekannt. Und ich habe mich überreden lassen, dass ich das mache. Und ich bin aber ein bisschen asozial. Recht früh bin ich als Erster schon weg, wo noch gar kein Fernseher gestanden ist. Ich hatte ja Vorberichterstattung. Da habe ich mir schnell geholfen, den Fernseher aufzustellen. Und dann bin ich als Erster, sobald die Stühle gestanden sind, zuvorderst vor den Fernseher gehockt und habe nachher nicht mehr links und rechts geschaut, glaube den ganzen Abend mit meiner Frau, die dann später noch dazu kam, ist vor allem geredet und sonst nicht. Ich bin ein bisschen asozial dort gewesen. Aber das geht dann wie nicht. Darum mache ich das nicht, weil ich weiß schon von vornherein, ich werde keinen Spass haben, die anderen werden keinen Spass haben mir. Es bringt einfach nichts. Also, es ist, Hockey ist auch nicht einmal ein Thema. Ich stehe dann lieber. Um immer ein bisschen rumlaufen und so. Ja, Hockey. Hockey ist auch kein Thema. Hockey. Hockey ist bei mir während dem EM-Viertelfinale im Fußball ist bei mir Hockey auch nicht wirklich. Und das grösste Problem ist ja eigentlich, wenn man es dann irgendwo schaut und man sucht sich so einen Ort und dann ist ja wirklich mittlerweile das grosse Problem, das mit der Schnelligkeit vom Signal. Dass du nicht vorher schon die nebendran jubeln hörst und erst bei dir fällt das Goal erst nach einer Minute. Das ist so mühsam. Das ist ein neues Problem mit dem digitalen Fernsehen. Weil einfach alle ein bisschen noch mit anders sind im Spiel. Wir hatten schon beim Frankreich-Match ein Problem gehabt, sodass wir alle haben müssen ganz nach vorne hocken und mega Loop machen, damit man das nebendran nicht hört. Und jetzt beim Spanien-Problem haben wir natürlich das schnellste Signal ausfindig gemacht, aber natürlich nicht damit gerechnet, dass ein paar Nachbarn dann noch Satellit haben, was noch schneller ist. Also jetzt Italien-Belgien. Ist ja das Goal gewesen, relativ früh von Italien, wo dann aberkannt worden ist wegen Abseits von Bonucci. Und da ist mein kleiner Bub in der Wohnung drin gewesen, und ich bin mit der Freundin auf dem Balkon gsi, gerade dort noch. Und dann haben wir gehört, wie jemand Goal gerufen hat. Ist mir klar gewesen, als ich das Bild gesehen habe im Fernsehen bei uns, dass es auf der Italien-Seite wird sein, das Goal. Und dann habe ich meinem kleinen Bruder gesagt, hey, weißt du, was der Papi sagt? Du musst schauen, Italien macht jetzt ein Goal. Und er so, Papi, bist du sicher, woher weisst du das? Du nicht zu schauen, Italien macht ein Goal. Und dann tatsächlich, und seitdem bist du noch mehr Gott für ihn. Jetzt bin ich noch mehr Gott für ihn. Nein, stimmt nicht. Ich kann ihn dann ein bisschen zusammenlassen, aber ich kann es dann erklären. Vor allem, was dann nicht abgesagt wurde, ist das Goal. Und haben es dann erklärt, dass ich jemanden gehört habe, ein Goal. Das heisst, du bist nachher vom Balkon rein, hast alle Fenster zugemacht und so hermetisch, dass du nichts mehr anderes hörst, hoffentlich. Natürlich, ja. Also ich bin dann nur ab und zu, wenn ich habe dann so meine Kopfhörer, wo ich an drahtlos Fernsehen schaue. Und bei so einem spannenden Spiel passiert es dann ab und zu, dass ich den Vorhang wieder aufmache, auf den Balkon gehe, Ziege rauche und mit den Kopfhörern dann weiter schaue. Und dann aber sofort wieder rein und wieder zu. Kopfhörer ist eine verdammt gute Idee. Stimmt, das mache ich nicht mal. So ein paar Leute lassen, aber sie müssen alle Kopfhörer anhaben, dann hört man das nebendran nicht. Und einem, dem, und am wenigsten magst, dann gibst du irgendein anderes Signal auf den Kopfhörer. Völlig ein anderes Spiel. Irgendwie ein Schlagerfestival Sanremo oder irgendwas. Ja. Und was ich auch mache, ist zum Beispiel bei einem Italien-Spiel, wir haben so einen kleinen, kennt ihr die kleinen Lederbüllen?
Ja. Die gibt es ja von jedem Land, genau. Mhm. Und das habe ich jetzt zum Beispiel während dem Italien-Spiel die ganze Zeit in der Hand gehabt. Die ganze Zeit, die Wände hättest du wieder zurück und dann die Wände hättest du wieder zurück. Aber ich gibt's ja so, oder ich tue dann so Sachen machen, wie wenn es ganz spannend ist, dann halte ich es teilweise gar nicht aus, habe ich Geschirrspülmaschinen ausgeräumt zum Beispiel. So ganz blöd. Kannst du alles nicht auf einem Public Viewing? Nein, eben drum. Nein, das wird nicht so. Braucht ihr gerade Hilfe? Nein, nein. Machen die nie etwas kaputt? Ich habe WM Südkorea, ja. Südkorea-Japan 2002. Ja. Dort sind ja die Spielteile bis unsere Zeit morgen um 7 Uhr. Genau. Also, dort haben wir sogar einen Beamer organisiert. Es waren auch ein paar Italo-Kollegen, die ich in Berlin kennengelernt habe, in der Zeit, als ich dort gelebt habe. Und dort ist tatsächlich dann ein Stuhl, habe ich dann die Wand geschmissen. Ich wusste, es ist ein Beamer, es war eine Leinwand, von dem nicht so schlimm. Aber dort das Spiel gegen Südkorea mit dem Moreno. Ja. Ein Skandalspiel, dort, ja, dort ist was hast du kaputt gemacht das Jahr? Das Jahr habe ich noch nichts gemacht. Ich bin ein bisschen geruhigt, habe ich das Gefühl. Ich habe schon ein paar Sofa mal draufgegangen, im 0-4, wo die Tschechen das Gegengol bekommen, gegen Lettland. Dann ist mal so eine grosse Bronze, so eine Statue runtergefallen auf den Tisch, wo der von Land ein Goal geschossen hat gegen Frankreich. In dem Moment fällt eine Bronzestatue. Es sind halt alle aufgekumpelt und die habe ich wie so auf zur Sicherheit aufs Bücherregal da. Und dann ich habe gemeint, seitdem ist der von Land ein Gläubig. Dann hat es so ein riesen Loch im Tisch gehabt, wenn die jemand auf den Ring gefallen wäre. Seit bei seinem Goal eine Bronzestatue runtergefallen ist, glaubt er noch mehr an Gott. Hast schon ein paar Sachen. Ich werde dann eben ruhig und darum ist umso anstrengend. Ich glaube, wenn du das rauslassen kannst, dann bist du nachher auch körperlich müde, aber das emotional müde im Kopf, so, das passiert bei mir, weil ich alles so in mich rein ruhige. Da musst du irgendwie. Körperlich. Aber das ist wirklich anstrengend. Also ich habe mir schon ein paar Mal gewünscht, oder vorgestellt, wäre ich doch nicht so Fußballfan. Mhm. Ja, das ist Fluch und Segen. Ja, extrem. Nochmal schnell zurück auf das Schweizspiel, weil ich wollte schon noch ein bisschen bei dem Schweizspiel bleiben, wo ja doch das letzte leider Schweizer Spiel war an dieser Europameisterschaft. Wie ist es gegangen mit dem Jan Sommer? Ich habe, je länger das Spiel gegangen ist, gerade in der Verlängerung, wo du sagst, ja, die hätte noch ein bisschen mehr. Irgendwann nach der 5. Parade von Jan Sommer bin ich immer ruhiger geworden und habe gefunden, die Spanier können schiessen, solange sie wollen. Er wird eh alles haben. Ja, das Gefühl kommt tatsächlich über. Weil du sagst, heute, egal was ist, wir haben den Jan Sommer. Ganz ehrlich gesagt, habe ich auch beim Penaltyschiessen dann gedacht, beim zweiten, also gegen Spanien, habe ich gedacht, ja, der Jan Sommer ist dort. Aber leider. Aber das ist schon krass, wie man sich auf das dann verlässt. Ich meine, es hat ja 100 Mal die Situation gegeben, dass der Jordi Alba links durchgegangen ist, in die Mitte gelegt und der Olmo hat geschossen. Und das sind ja immer Riesenchancen gewesen, eigentlich. Wirklich Riesenchancen. Und mit der Zeit haben nicht mal mit zittert. Wieso? Okay, gut, der trifft sie sehr schön. Sie kommt vielleicht mit 150 Stundenkilometern ins Eckli, aber er hat sie eh. Ich hätte gerne grundsätzlich immer einen Jan Sommer dabei in meinem Leben, wenn ich mal eine Situation habe, wo ich nervös bin, weil ich vor Leuten auftreten muss. Wenn ich den Jan Sommer nebendran wird hocken, dann das Gefühl vom «Ist alles nicht so schlimm, es wird nichts Schlimmes passieren, ich habe ja den Jan Sommer», das würde ich gerne mit in mein Leben tragen. Ja, ich glaube, man steht noch mal an der Fischtheke, wenn du mal treffen willst. Irgendwo ist ja sogar ein Spruch kursiert. Mein Sohn hat mir vorgelesen, hätten wir doch ihn an der Grenze im letzten Jahr, dann hätten wir das Coronavirus abfangen können. Irgend so etwas. Ja. Also Jan Sommer, eine von der ganz, ganz grossen Figuren aus Schweizer Sicht an dieser EM. Wir hatten Zuber. Hey, Steven Zuber, Superstar. Wahnsinn, ja, definitiv. Wirklich Maschine, auf und runter, auf und runter. Für mich ein Kandidat für Top 11 EM. Sogar? Ja, wobei also, zumindest was ich gesehen habe. Wir haben lustig, nach dem Frankreich-Spiel hast du mir eine Aufstellung geschickt von der L'Equipe. Das ist so geil. Die französische Sportzeitung, wo was Team von der Achtelfinals, das Team von der Runde. Die besten Spieler von der Achtelfinals haben sie aufgezählt, zu so einem Team zusammengestellt. Nach dieser Schlacht Schweiz-Frankreich ist also kein Schweizer. Auch der Xhaka ist nicht. Kein Schweizer. Auch nicht, Pogba wahrscheinlich. Der Pogba nicht, aber der Benzema war als einziger Franzose. Ja, als Doppeltorschweizer. Immerhin. Kein Schweizer. Nicht einmal der Jan Sommer. Ja, und der Xhaka nicht. Wie kannst du Xhaka nicht in ein Top-Team tun? Aber Schwicki ist auch, glaub, so ein bisschen wieder das, dass sie findet, wer uns rausgerührt hat, kann nicht gut sein. Wir sind einfach sicher schlecht gewesen. Ja, nein, gut, aber ja, Franzosen, also fragst du mich als Italiener, wir sind eh, also unser Hauptgegner ist eigentlich Frankreich gewesen, historisch gesehen. Sie sind schlechte Verlierer, kann man einfach so sagen. Ich weiss noch damals, der Dominik im Finale, Katastrophe. Ja. Nein, also. Granit Xhaka hat gefehlt. Man hat gesehen, dass er fehlt. Natürlich, man hat gewusst, dass er fehlt. Der Chef, die Orden, die Instanz in der Mitte hat gefehlt. Aber ich glaube, man kann durchaus sagen, man hat jetzt nicht verloren, nur weil der Granit Xhaka nicht dabei war. Also das macht halt schon die Schweizer Nazi wesentlich stärker, wenn er dabei ist. Und Zakaria hat mir wirklich extrem leid, weil es natürlich ein Spiel war, das auf seiner Position kaum in Erscheinung getreten, beziehungsweise hat zu wenig Möglichkeiten gehabt, um einmal ein Spiel zu gestalten, wie das der Xhaka halt macht. Und dann
noch das Unglückliche angeschossen und dann ist das eigene Goal und gilt noch als Eigengoal und dann hast du nochmal einen Dämpfer und dann wird es noch schwieriger. Also wirklich ein sehr undankbares Spiel. Ich kann nicht mal sagen, hat er jetzt gut gespielt oder schlecht gespielt, weil er hat sich... Wir wissen es wie nicht so. Ja. Also ich glaube, es ist so ein ewiges Thema, ein Ausfall von einem einzelnen Spieler. Vor allem, wenn man ja sagt, man muss als Mannschaft auftreten, man muss ja kompakt sein. Dann müsste ja in der Regel ein Spieler nicht die Welt ausmachen. Aber wenn der eine Spieler der Granit Xhaka ist... Also ich überlege jetzt gerade, wenn jetzt bei Italien der Jorginho würde fehlen. Ja, das würdest du auch merken. Das würdest du einfach merken. Auch wenn die Insigne würde fehlen, würdest du es auch merken. Ja, so gut, dann hast du vielleicht aber den Bernardeschi, der einen riesen Abend hat. Ja. Oder wo sie auch ein Lattenkreuz kann jagen. Aber der Jorginho, der Donnarumma unter Umständen kannst du ersetzen. Oder, oder auch ein Bonucci, ein Chiellini haben wir ja schon gemacht. Aber einen grossen, grossen Ausfall haben wir natürlich schon mit dem Spinazzola. Für mich definitiv der Verteidiger von dieser EM. Definitiv. Auch zweimal UEFA-Player geworden. Aber gut, das heisst aber nicht so viel. Ja. Weißt du, wer ist bei Schweiz-Spanien Man of the Match geworden? Ja. Der Unai Simon, der Goalie der Spanier. Okay. Hat er mitgespielt? Ja. Er hat Penalty gehabt. Ja, und? Also gut, er hat im Fairness halt, muss man sagen, beim Interview gesagt, also ich hätte jetzt an eurer Stelle den am Jan Sommer gegeben. Ja. Ah ja, gut. Ja. Ja. Okay, aber unabhängig jetzt vom Platz, also Pinazzola hat mich sehr beeindruckt und das ist sicher ein schwerer Ausfall jetzt für Italien. Aber Ich wollte noch zu Italien kommen, auch zu Pinazzola. Ja. Ich wollte schnell bei der Schweiz bleiben, bei den Schweizer Helden. Italienischen Helden gibt es auch ein paar und der Pinazzola, damisier, ist einer, auch ein tragischer. Weiterer tragischer hat natürlich Remo Freuler, gerade Zakaria Freuler, der ja im Zentrum hätte sollen, den Granit Xhaka ersetzen oder die Rolle von Granit Xhaka übernehmen. Der eine macht das eigene Goal, der andere holt sich in der 70. nach 70 Minuten eine rote Karte. Hat es aber sehr gut gemacht bis dort, Freuler. Also, Assist geht zum 1-1 noch. Ja, und sehr viel mehr Offensivaufgaben übernehmen, als er das vorher hat. Wahnsinnig entwickelt bei Atalanta. Und nachher das Rot. Ich hätte es sicher nicht gegeben. Mhm. Nicht, dass ich finde, es ist klar keine rote Karte, aber bei dem Spielstand und Vorgeschichte, das war nicht ein zerfahrenes Spiel, man musste ein mega Zeichen setzen. Und sonst ist es, also auch der Schiedsrichter hat wahrscheinlich gewusst, wenn er es zeigt, er hat nicht mit gestrecktem Bein ins Gesicht gegumpelt oder so. Du kannst es sicher geben. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, von einem War, dann gib einfach Gel. Und wenn es dann wirklich sich bei den Fernsehbildern herausstellt, das ist noch etwas viel Krasseres, was er jetzt nicht gesehen hat, dann kommt er immer noch rot über. Also Gel, gut ist, fertig. Meine Meinung ist, ist natürlich sehr schwierig für uns, neutral zu bleiben. Logisch. Wie wäre es jetzt auf der anderen Seite, sind wir ehrlich, hätten wir vielleicht gesagt, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die kannst du geben, die Rot. Ja, natürlich. Oder? Also das ist immer... Dass sie kannst geben, sind wir uns einig. Aber das sind, dann musst du auch sagen, dass alle viel, oder fast alle ausländischen Beobachter haben gefunden. Nein. Ich sage nicht, das ist ein klarer Rot. In einem EM-Viertelfinal, never. Nein, never. Auf der anderen Seite finde ich, wie du sagst, ich glaube, der Schiri hätte sich zumindest die paar Schritte können, nehmen und es nochmal anschauen. Also wenn das schon auf seinem Mist gewachsen ist, war hin oder her. Aber ich finde, du weißt, 70. Minute, Viertelfinal, dann nimmt man sich die Zeit und geht selber nochmal anschauen. Definitiv. Und das kann er eben nur machen, wenn er Geld gibt, oder? Genau. Dann schauen jetzt die anderen nochmal an und sagen, hey, du musst nochmal schauen. Genau. Und da finde ich, musst du schon das Fingerspitzengefühl haben, zum sagen, das musst du merken, das ist ja sehr nahe gestanden, zum sagen, da musst du, Schiedsrichter sind sich ja gewohnt, innerhalb von einer Millisekunde entscheiden zu treffen, da musst du die Größe haben, sagen, ich gebe jetzt mal Geld und dann gehe ich immer noch anschauen. Weil nachher ein komplett anderes Spiel, wir werden nie herausfinden, wie es gelaufen wäre. Ja, die Schweiz im Aufwind, die Schweiz mit Offensivdrang, die Schweiz mit Mut, die Schweiz mit schönen Spielzeugen, die Schweiz mit dem 1-1. Also die Tendenz vom Spiel hat in eine gute Richtung gezeigt. Und nachher ist halt die trümmerige Abwehrschlacht geworden mit einem Penaltyschüssen, der nicht, leider nicht den gleichen Ausgang genommen hat, wie das Penaltyschüssen Nummer 1. Wenn man so, man könnte wirklich jeden oder fast jeden hervorheben in dieser Schweizer Mannschaft. Ich möchte aber also die Innenverteidigung, also Zakaria, nicht Zakaria, Elvedi und Akanji, nochmal, also top. Top, wirklich top. Also, ja. Ja. Auch hat es mich gefallen, nach dem verschossenen Penalty gegen Frankreich, die Riesenleistung von Rodriguez gegen Spanien, sensationell. Aber was ist mit dem Rodriguez? Rodriguez hat das Spiel von seinem Leben gemacht. Also, jetzt gegen Spanien, ja. Auch so geil war, dass ausgerechnet der Rodriguez, der tragische Held vom ersten Spiel, also vom Spiel aber vorher... Aber er ist recht wegen dem. Ich kann es ihm so mögen gönnen. Ja, und dann ist er natürlich auch spanische Wurzeln und wahrscheinlich ein spezielles Spiel gegen Spanien zu spielen. Sensationell. Ein riesiger Rätsel. Aber du hast noch wollen, Akanji und Elvedi sind wirklich also unglaublich... Ich meine, der Elvedi... Das ist 24. Aber der steht dort, keine Regung und... Hey, wie der das Zeug abfängt mit einer Coolness und nie besteht Gefahr, dass er irgendwie einen Penalty verursacht oder so. So souverän. Ja. Und da kannst du, was der alles kann, unter Druck noch für Pass spielen, hinten raus, obwohl sie mega unter Druck sind. Das ist wirklich
extrem beeindruckend. Also ich ziehe gerade von diesen beiden sehr den Hut vor dem Steven Zuber. Also, wenn, aber ich kann auch Petkovic, gell? Ja, Petkovic ja, sowieso. Ja, also, wir können gerne, aber auch sein Stil, seine Art, ja, seine Ruhe. Ja. Für mich ein sensationeller Trainer, ja, definitiv. Ja, ich habe heute ein Lied im Tagesanzeiger, also in der Sonntagszeitung, mega falsch gelesen. Es ist so irgendwie gestanden, wo soll es jetzt angehen mit der Schweizer Nationalmannschaft. Und dann ist als letzter Satz vom Lied gestanden, vorneweg muss Wladimir Petkovic gehen. Also was ernsthaft? Das war in der Sonntagszeitung der Aris. Ich dachte, was ernsthaft? Ihr fordert, dass es gehen soll? Ich habe es falsch gelesen. Es soll heißen, der Wladimir Petkovic muss vorausgehen. Ja. Wieso? Ach so. Das war so blöd formuliert. Okay. Ja. Nein, ich glaube ganz ehrlich, bei vielen Mannschaften, es würde mich nicht überraschen, wenn der Deschamps bleiben würde, ehrlich gesagt. Weil die nächste WM, das Problem ist ja jetzt, wie der Kalender ist jetzt geht es ja gerade wieder weiter mit dem Qualifikationsspiel. Mhm. Also innerhalb von, bis im November wissen wir ja schon, wer das nächste Jahr an der WM spielt. Nächstes Jahr, also in anderthalb Jahren ist WM. Und ich glaube, da müssen sich Verbände ganz gut überlegen, ob sie jetzt einen Radikalwechsel machen wollen. Mhm. Weil du hast fast keine Zeit. Es geht gerade weiter, und zwar mit ernsthaften Spielen, mit wichtigen Spielen. Ja. Gut, jetzt für Italien hast du noch die Nations League im Herbst. Aber das ist ja, also darum, ich glaube, muss man sich zwei, dreimal überlegen, bevor ja, das mit schon. WM einfach schon sehr, sehr bald ist. Frage steht im Raum, wie geht es weiter? Jetzt geht auch mit der Schweiz. Du hast gesagt, wir haben noch vorher telefoniert, du hast gesagt, irgendwie ein Schuss entfernt vor einem Halbfinale, das wird so schnell nicht mehr passieren. Das ist ja das, was eigentlich am meisten wehtut. Dann ist das Spiel vorbei und du weißt, also hast du das Penaltyschuss und du weißt, wenn es jetzt hingeht, die Schweiz im Halbfinale, das hat es noch nie gegeben, es wird es noch lange nicht mehr geben. Und dann passiert es nicht und dann weißt du, wieso okay, sagst du das? Die Chance, hör auf! Es ist die Schweiz. Du hast einen gewissen historischen Rekord. Du weißt, die Chance nur schon, dass du im Viertelfinale kommst, ist relativ gering. Wir gehören wahrscheinlich nicht zu den vier besten Nationen, die eigentlich einen Platz im Halbfinale reserviert haben, weder auf der Welt noch in Europa. Darum ist das schon so, hey nein, wir haben, jetzt ist das nicht passiert, was man sich einmal in 50 Jahren wünscht. Aber wenn man jetzt mal die Entwicklung von dieser Mannschaft schaut, und es ist ja nicht so, dass jetzt so die Leistungsträger ein Granit Xhaka ist, 28 ja, ja, ist. Es ist nicht so, dass der jetzt 34 ist, muss sagen, ja, das ist der Zenit gewesen. Der Elvedi, also, 24. Elvedi, also, Akanji, die sind alle im besten Fußballalter. Wir haben ein paar Junge, die nachkommen, ja, ja, wenn dann der Petkovic bleibt mit dieser Weiterschaft. Wäre es nicht möglich, dass die Reise sogar noch etwas weiter könnte gehen? Unbedingt, aber das muss eben so aussagen, das muss im Kopf von allen muss sich das ändern. Ich weiß noch, nein, ich weiß noch, bei der letzten WM, da hat der Vater von meiner Freundin hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Konstellation ist, gesagt, ja, ich wünsche mir, dass wir Zweiter werden, weil dann hätten wir Brasilien im Achtelfinale. Und gegen Brasilien kann man ja dann rausgehen. Das ist falsch. Ja, du musst dir doch erhoffen, dass du einen schwächeren vermeintlichen Gegner bekommst. Du willst ja möglichst weit kommen und nicht mit eher können sagen, wir sind gegen Brasilien rausgeht. Und das finde ich, das Material ist da, das Potenzial ist da bei der Schweizer Nazi durch auch hervorragend. Ich sehe es jetzt auch an meinem Neffen, Sohn von meiner Schwester, die sind beide beim FCZ, bei der FCZ jetzt. Was da schon abverlangt wird, was da passiert im Nachwuchs, das ist crazy. Und das sind Früchte, die wir jetzt davon haben und sagen, das wird auch nie mehr passieren. Ich sage nur, es wird nie doch, das mehr hast du so gesagt und das ist die falsche Stellung. Also was halt auch noch dazu kommt, du weißt, was ist mit diesen Erwartungen. Jetzt ist man, zuerst ist okay gewesen, sich qualifizieren für Endrunden. Nachher ist okay, wir kommen immer in Achtelfinale. Dann kommt natürlich die Forderung, jetzt kommen wir immer im Viertelfinale. Die wird jetzt kommen. Und das ist eine hohe Erwartung für eine Schweiz, zu den besten 8 zu gehören von der Welt. Das ist hoch. Ist schön, wenn man höhere Ziele hat. Aber es ist halt auch so, das Bashing wird dann wieder ziemlich schnell kommen. Jetzt kommt die WM-Qualifikation. Die Schweiz spielt gegen Italien. Ja, leider, ja. Italien ist, wie man jetzt an der EM gesehen hat, gar nicht mal so schlecht. Dann kannst du, wenn es dumm läuft, wirst du nicht Erster als Schweiz, dann wirst du Zweiter, kommst in der Barrage, dann hast es ist völlig random, wer du als Gegner kommst. Also die Fallhöhe von «Hey, wir wollen im Halbfinale» bis «Hey, wir haben uns nicht für die WM qualifiziert», ist wahnsinnig hoch. Ja. Wahnsinnig hoch. Nein, aber trotzdem musst du ja daran glauben. Solange der Barrage nicht schwedet, dann ist aber ich habe Angst davor, dass das wieder zu der Erwartung wird. Die Schweiz muss immer absolut mindestens um einen. Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Einerseits ist ja demütig bleiben, das finde ich ganz wichtig. Und das vermisse ich dann auch recht schnell mal, wenn man das Gefühl hat, die Schweiz muss jetzt jedes Mal, wir haben ein bisschen vergessen, woher wir kommen. Eben, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also Demut ist ein wichtiger Punkt, demütig bleiben und gleichzeitig aber den Glauben haben, dass noch Größeres möglich ist. Und eben, aber dann finde ich doch das Wort, also wenn man es gesund anpackt, muss man eine gewisse Erwartung haben. Du kannst nicht sagen, ich habe Angst vor dieser Erwartungshaltung. Weil wenn du willst, top sein, dann musst du eine Erwartungshaltung haben.
ob sie dann erreichst oder nicht. Wie gesagt, da ist der Grad wirklich das erste Mal. Du kannst die WM verpassen, kannst aber auch in ein WM-Halbfinale kommen, klar. Aber du musst eine gesunde, positive Erwartungshaltung haben. Ja, aber so, ich will, mit der nötigen Demut, weil Demut die zeigst du dann auf dem Platz. Das, ich finde, man muss so das sehr unterscheiden, genau. Wer meint man? Nein. Ich meine jetzt, wie, wenn mediale Berichterstattung und die Leute und die Bevölkerung und das ganze Land, das halte ich für die gefährliche Erwartungshaltung. Okay. Ja. Granit Xhaka muss ich nicht erklären, dass er im Fall kann in ein WM-Final vorstoßen. Der weiß, dass die ganze Mannschaft weiß, dass der Petkovic weiß, dass das würde weit trennen. Die Mannschaft ist jederzeit ist sich darüber klar, was sie alles können erreichen und welches Potenzial das sie haben. Und sie haben vor definitiv keiner Mannschaft Angst. Und darum ist es schön, dass die Mannschaft noch ein Zeit zusammenbleibt, weil das ist jetzt wie, das ist impliziert, das ist eingeimpft in die Mannschaft, jetzt die Erfahrung, wenn die jetzt noch ein bisschen zusammenbleiben könnten und jetzt nicht ein grosser Umbruch kommt, und der kommt, muss ja nicht kommen. Es gibt keinen grossen Umbruch am Horizont, der nötig wäre in der Schweizer Nazi. Also, dass sie das noch ein bisschen weiterziehen könnten. Nein, klar, ich weiss, was du meinst. Also, man kann ja natürlich nicht, im Italienischen sagt man «le stelle», also ja, der Sterne zum Schuppen. Ich meine, ich höre, wie die Bevölkerung über die Mannschaft herzogen ist, nach dem Italien-Spiel. Ja. Und jetzt vor jetzt. Ich weiß, was du meinst. Ja, also wir werden sehen. Ich applaudiere der Schweizer Mannschaft. Auf jeden Fall. Grossartig, was da geleistet worden ist. Ich ziehe meinen Hut auch von der Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Auch wie sie die mediale Schelte ausgehalten haben oder die umgenutzt haben. Grandios. Und ich finde auch mal ein Kompliment für den Sascha Rufer, der kommentiert hat, das Schweizer Spiel, mit viel Leidenschaft und Emotionen. Und sie kommen ja manchmal auf den Deckel über, aber ich finde, was oder ich zumindest nie gelesen habe oder noch nie so wahrgenommen habe, ist ein Punkt. Ich glaube, es ist einzigartig auf der ganzen Welt, dass wir beim Schweizer Fernsehen Moderatoren haben, die in einer anderen Sprache reden müssen, als so, wie sie es den ganzen Tag machen. Mhm. Sie reden ja ganz normal Schweizerdeutsch. Und jetzt müssen sie halt mit dem deutschen Akzent reden. Und ich glaube, das hemmt. Das nimmt ihnen vom Sprachduktus, von der Wortauswahl, vom Ganzen, nimmt ihnen einfach ein bisschen etwas weg. Und das unterschätzen ganz viele Leute. Und das ist ein riesen Handicap. Also ich wiederhole mich, ich glaube, sie sind die einzigen Moderatoren, die weltweit nicht so reden dürfen, wie sie sonst den ganzen Tag reden. Ich hoffe, er hat es gehört. Es wird ihn freuen. Lieber Sascha, schon noch andere. Also, Jotte kommentiert wahrscheinlich auch nicht Schottisch und die Gotti war mit wahrscheinlich auch Französisch kommentieren und nicht auf ihre Stammessprache. Also es gibt sicher noch andere. Ich möchte noch gerne einen Blick in die ausländische Presse werfen nach dem Spiel. La Repubblica, damit wir zu Italien. Das ist jetzt der Bogen dann zu den Italienern. Was La Repubblica geschrieben hat nach dem Schweiz-Spanien-Spiel. Auf Deutsch übersetzt: dieses anmaßende, narzisstische, faule, ineffektive Spanien ist nicht schön. Zynisch, eisig, dominant, dribbelnde Akrobaten mit ausgezeichneter Technik, aber sehr wenig Herz. Die Schweiz geht beim Elfmeterschießen leer aus, gewinnt aber das Spiel der Herzen. Wir hätten wirklich nicht erwartet, dass wir bei unseren Nachbarn im kalten Land jenseits der Alpen mehr Latino-Vibes finden als bei unseren iberischen Cousins. Also, schön. Oder? Wahnsinn. Das nehmen wir gern. Vielleicht ein bisschen hart für die Spanier. Ja, ist es hart für die Spanier? Die Spanier, ja, so nächste Gegner von den Italienern. Ja, eben. Also. Es ist schon so, die Spanier regen mich schon das ganze Turnier ein bisschen auf, weil sie so gut eigentlich sind und das Kurzpassspiel ja bis zur Perfektion auch betreiben. Aber irgendwie, also vielleicht ein bisschen sehr hart ausgedrückt, aber man weiß, was La Repubblica meint und man ist nicht ganz komplett anderer Meinung. Ja, ich jetzt auch nicht. Ich finde es auch... Also es ist ihr Weg zum Spielen, sie wollen das so machen und bis jetzt gibt es ihnen noch recht. Also, sie haben nie verloren und sie sind jeweils immer gefährlich gewesen. Es ist jetzt auch nicht mehr so, dass sie immer 0 Goal geschossen haben. Gegen die Schweiz haben sie zwar keins selber geschossen, aber vorher haben sie 5 und nochmal 5 angebracht. Aber es ist schon, es ist schon nicht jedermanns Sache. Es hat wenig Überraschung drin, es hat wenig Tempowechsel drin. Es ist schön anzuschauen, wie sie den Böller annehmen, aber es ist dann doch schlussendlich ein bisschen einfallslos, sich einfach zirkulieren lassen, nach auf der Jordi Alba und dann in die Mitte gehen. Und bei allem Lob für Jan Sommer. Jan Sommer ein Riesenturnier, Jan Sommer Fußballgott, aber es sind jetzt nicht alle Schüsse unglaublich gefährlich von den Spaniern. Also das könnte jetzt auch nicht so aus der Distanz einen Abschluss suchen. Die müssen ja mit dem Ball ins Goal laufen. Nein, also ist es nicht so, dass er 5 unhaltbare gehalten hätte? Nein. Also 2-3. Ja, also, ich wollte dann am Tag nachher noch so ein die paar Zusammenfassungen von den Chancen in der Verlängerung angucken. Wie haben die nicht können? Ja. Nein, ich meine wirklich, nicht im Jan Sommer seine Leistung schmälern. Ja. Aber als Italien muss man jetzt nicht unglaublich fest krass Angst haben. Doch. Natürlich, weil, wie gesagt, das sind grosse Fußballnationen. Jedes Spiel ist wieder anders, hat eine komplett andere Geschichte. Es ist ein
EM-Halbfinale. Da können so viele Faktoren spielen da Rolle. Italien, sehr eine unerfahrene Mannschaft. Extrem unerfahrene Mannschaft. Eben, wie gesagt, nicht einmal die Italiener zu Italien haben viele Spieler kennt. Ich spiele den Spanier auch nicht anders. Von dem her, man muss schauen, genau, darum meine ich. Also, es gibt ganz viele Faktoren, wie gehen sie mit dem Druck um. Wer verletzt sich? Wie steckt man den Wegfall vom Spinazzola weg? Wie ist die Tagesleistung? Aber ja, also jetzt rein nüchtern angeschaut, können Spanier von mir aus 90% den Ball haben und hin und her spielen und machen eh nichts Gescheites draus. Ja. Wäre okay für mich. ich glaube, was Italien, was man muss aufpassen ist, darf ich schon von Italien reden? Oder? Ja, nein, noch nicht. Okay. Mal, ich kann, weil nach dem Schweiz-Spiel. Du musst dann Italien Startschuss geben. Nein, ich wollte gar nicht fest Startschuss geben. Aha, Italien, schon, ja, nein. Nach dem Schweiz-Spiel, Schweiz-Spanien, ist ja dann relativ schnell darauf runter, das Italien-Spiel kam, weil Verlängerung und Penaltyschüsse und man hat keine Zeit mehr dazwischen. Und in dieser Leere, in dieser Erschöpftheit, drin, das Italien-Spiel zu schauen, war für mich wie so Seelenbalsam. Es ist wie so, als wäre eine Fee vom Himmel gekommen und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, es ist scheiße, aber hat mir über den Kopf gestreichelt und es hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben, so, dass ich wirklich, die Italiener sind über den Platz geflogen, feengleich. Und ich habe mich fast ein bisschen verliebt in Insigne. Ich habe gemerkt, wo der Insigne ausgewechselt worden ist, so nach 10 Minuten, ich habe ihn anfangen vermissen. Wo ist der Insigne? Weil in dem Moment, vielleicht ist das völlig eine verklärte Sicht, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, selten hat seit dem Zinedine Zidane jemand den Ball so gestreichelt, ist so liebevoll umgegangen mit dem Gerät, wie der Insigne. Ich finde den Jorginho schon auch. Ja. Ja. Und der Pirlo für mich halt. Wenn du jetzt Zidane erwähnst, für mich ist auch der Pirlo so ein Ball. Also, und es ist vor allem die Kombination zwischen dem, bei meinem Sinn, das zärtlich mit dem Ball umgehen, aber die Explosivität, die er dann doch auch noch hat, wenn er antritt. Ja. Das ist unfassbar. Das ist mit so einer Energie, ich bin noch nie mit so einer unglaubliche Energie gestreichelt worden und hast trotzdem gut gefunden. Wie bei den Italienern. Wie hast du das Italien-Spiel erlebt? Ja, also ich habe gelernt, weißt, in der Schweiz hat man dann ja schon gelernt, so jetzt putzen wir die Spanier weg und dann ein Halbfinale wieder gegen Italien. Und ich habe gelernt, wirklich ein Spiel nach dem anderen anzuschauen, weil alles andere bringt einfach gar nichts. Und um nochmal auf das zurückzukommen, bei der Euphorie, die du es lässt. Und es ist immerhin die Welt Nummer 1 auf der anderen Seite. Right, hey, hör mal auf mit dieser Weltrangliste. Andere Diskussion. Ja, es ist ja beim Tennis eigentlich nicht anders. Oder? Dann hast du ja auch, der Federer ist jetzt ein Jahr verletzt und immer noch Ranking 3 oder so. Also auch dort stimmen ein paar Sachen nicht. Aber ja, also ich finde auch, das FIFA-Ranking Nummer 1 Belgien, nicht gewonnen. Also das ist ein bisschen komisch. Belgien, ich glaube, technisch, taktisch, die erste Halbzeit Italien-Belgien ist für mich wahrscheinlich das höchste Niveau, das man gesehen hat. Das ist etwas vom Besten, was ich sehe. Also die erste Halbzeit, muss ich sagen, auch Belgien, super gespielt, gute Chancen gehabt. Beide haben das Goal wählen. Aber was für mich einfach sensationell ist, dass ich das jemals als italienischer Fußballfan kann sagen, so einen Satz. Die erste Halbzeit, die einzige Sorge, die Italien oder ich als Zuschauer haben müssen, die einzige Angst, ist, dass Italien ein Kontergoal könnte bekommen. Ja. Hallo? Hallo, Viertelfinal, EM. Meine einzige Angst war die, dass Italien ein Kontergoal bekommt. Ja. Und sogar noch beim Stand von 1-0 für Italien. Ja, sogar beim Stand von 1-0. Nein, es ist fantastisch. Ich hatte am Anfang die Angst, als das losgegangen ist mit diesen super Gruppenspielen und allem. Für die, die uns nur hören, der Leonardo tut jedes Mal regelmäßig mal seinen Stuhl so manipulieren, dass er absaut. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Nein, ich hatte ein bisschen Angst gehabt vor dem, also weißt du, dass Italien jetzt einfach nur noch nach vorne spielt, so Holland-mässig, wo aber nie irgendetwas gewonnen hat. Und ich habe jetzt gemerkt im Laufe des Turniers, nein, Moment, sie können auch anders. Also wenn sie muss, können sie auch leiden, sie können auch hinten dicht machen, so wie man es sonst immer ja gesehen hat. Und das ist ein verdammt gefährlicher Mix für alle anderen Gegner. Weil du weißt, hey, du hast da Leute, die kämpfen, jeder für jeden. Ich weiss noch das Bild von Chiellini, wo dann in der 90. Minute, noch, also sie gehen bis zum Schluss, jeder, du merkst, es ist ein Team. Auch die ganzen Kommentare und so, die ich lese, wo, oder die ich gesehen habe auf Sky Italien und so. Auch eine ganz schöne Szene im Gar, wo der ganze Bus Spina, das Spinazzola für ihn einen Chor lanciert hat und so weiter. Es ist extrem Unity da. Und sie können wirklich beide. Sie können die offensive Phase und die defensive Phase.
zur Perfektion im Moment. Ob sie die Leistung jedes Mal wieder abrufen können, darum sage ich, Spiel zu Spiel, mal schauen. Bis jetzt haben sie es jedes Mal abrufen können. Jedes Mal. Ja, gegen Österreich war es ein bisschen Knurz. Aber gegen Österreich war es ein Knurz. Aber sonst ist eigentlich der Weg, also sie haben schon die Qualität, die sie sonst einmal an Tag gebracht haben, in früheren Turnieren, wie wenn sie mal 1-0 geschossen haben, dann sind sie sicher nicht mehr das gemacht. Und jetzt ist es ja wie so, wer hat das letzte Mal gebracht? Der Döngli hat doch das gebracht, mit dem offensiven Catenaccio. Also immer den Böllen haben, aber viel weiter vorne. Yeah. Und das ist halt gegen Belgier sehr mutig gefunden, dass sie das gemacht haben, weil die grosse Stärke ist von der Belgier. Also die einzige ist eigentlich das Konterspiel und sie haben das wie so ein bisschen provoziert. Aber sie sind so souverän am Ball. So souverän. Und vor allem, das ist so krass bei den Italienern, wenn sie in der Offensive den Böllen verlieren, dann ist ja nicht so, okay, jetzt müssen wir alle wieder zurückjoggen oder uns irgendwie aufräumen, sondern sie gehen gerade wieder auf den Böllen. Wie oft haben wir das Bild so gesehen, krass, wo im Strafraum, also im gegnerischen Strafraum spielen jetzt den Ball, verlieren dann, hey, und dann denkst du, schaust wieder auf den Fernseher, keine 3 Sekunden später, sie haben ihn wieder. Das ist schon crazy, das ist schon sehr cool. Das ist wirklich, und ich meine, da muss man sich jetzt mal überlegen, wie haben sie das geschafft in dieser kurzen Zeit. Und da glaube ich jetzt, im Nachhinein nach 3 Jahren, oder seitdem, wobei eigentlich sind es ja schon 3,5 Jahre, weil die Ausscheidung gegen Schweden, der Playoff-Spiel war ja schon im November, Oktober, November 17. Muss man ganz klar sagen, dass es jetzt ein Vorteil war für Italien, sich nicht zu qualifizieren für diese WM. Wenn sie es irgendwie doch geschafft hätten, natürlich, und sie wären ins Achtel-Viertelfinale durchgeschwängelt, dann hätten wir jetzt nie die Nazi, die wir jetzt haben. Das stimmt. Und ich glaube, man hat dem Mancini so viel Vertrauen gegeben. Ich meine, das ist wirklich, das ist krass, die Vision, die er hat. Mit No-Names, mit Leuten, die er ein paar Mal im Jahr sieht. Also es ist absolute Clubmannschaft. Auch schon die Schemen, die sie haben bei den Corner und so weiter und so fort. Da denkst du, das ist eine Clubmannschaft, der redet den ganzen Tag. Der sieht die Spieler ein paar Mal im Jahr. Viele von diesen No-Names. Oft hat er den Chiellini, der einzige ist, aber hat er gar nicht gehabt, Verletzungen. Also, mit Abstand für mich jetzt der Trainer des Moments. Also da gibt es nichts zu rütteln. Und auch noch ein grosser Staff. Und haben ihr alles gemerkt? Haben ihr das auch schon gesehen? Hinten auf der Bank kommt immer einer, wo aussieht wie der Stefan Klapproth. mit so einem Ordner. Ja, das ist der Gico Evani. Ah, okay. Yeah. Ich habe mir gedacht, was macht der Stefan Klapproth da? Was macht der? Zum Schluss noch dies. Wie? Yeah. Was macht der? Ich weiß nicht, was der macht. Was macht der? Der gehört auch zum technischen Staff. Das ist der dann die ganze. einer von denen. Aber es sind ja nur Spieler dort. Man merkt es auch, Staff sind ja alles Freunde. Der Lombardo, der Salzano, der Vieri, der Vialli. Die haben ja alle zusammen die grosse Zeit von Sampdoria Genua, Anfang 90er. Und die sind jetzt alle dort im Team. Und ich glaube, das ist schon auch für die Spieler cool, zu wissen, hey, das ganze Staff besteht alles aus ehemaligen Fußballprofis. Ich glaube, das ist schon wichtig. Können wir nochmal, wenn du die Truppe von No Names ansprichst, es, auch dort wieder, gilt es ein bisschen wie für die Schweiz. Man kann ja nicht Einzelne rauspicken, weil die ganze Mannschaft riesig spielt. Aber ich finde, Spinazzola muss man rauspicken, weil auch der gehört zu denen, die man nicht so kennt hat. Spinazzola, wo gehört er eigentlich ursprünglich an? Milan? Juve? Rom. Rom. Aber ausgelehnt und ausgelehnt und ausgelehnt und durch die Provinz ausgelehnt. Wo die, wenn du den siehst, spielen an dieser Europameisterschaft, findest du, warum genau ist er vielleicht nicht sogar bis jetzt für mich der beste Spieler von diesem fucking Turnier gewesen, leider. Crazy. Was sagt ihr zum Spinazzola? Geilste Spieler. Also wirklich. Dort die Linie und ab und gefährlich. Hinne, und hinne. Er rettet noch schnell mal defensiv. Gegen den Lukaku hin. Ja. Macht nachher einen 100-Meter-Sprint, um nachher wieder ein Zuspiel von Insigne abzuschiessen. Er ist überall. Unfassbar. Und es hat mir so leid getan. Ja. Ich habe mir dann wirklich gefragt, was tut mir... Und er hat es ja gerade gecheckt. Ich habe auch schon Achillessehne gerissen. Wir haben beide schon Achillessehne gerissen. Ich habe da gewusst. Vor allem, als Katastrophe war, haben sie alle gemerkt. Außer anscheinend die belgischen Fans, die noch pfiffen haben. Ja. Wo der Cristante ganz behutsam wieder auf den Boden gelegt haben, haben ganz viel angefangen pfiffen. So quasi, schauen Sie, wenn sie Zeit schinden. Gut. Sorry, aber das musst du doch einfach merken in dem Moment. Er hat ja selber schon den Wechsel angefragt. Ja, aber wenn sie es gesehen haben, einer liegt am Boden in einem Viertelfinale bei einer Führung, dann der Immobile ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwer verletzt gewesen. Katastrophe. Nein, ehrlich, Katastrophe. Also, nein, aber in dem Moment... Nachher Immobile, jetzt Spinazzola. Was ist tragischer? So wie die Schweizer ausscheiden im Penaltyschuss und du weißt, jetzt sind wir out. Und du siehst die Spieler, die dann Tränen in den Augen haben und sind mega traurig natürlich und enttäuscht. Oder du hast den Spinazzola, wo zwar seine Mannschaft kommt weiter, aber für ihn ist es fertig. Und zwar was hättet ihr? Wer euch lieber? Was würdest du lieber mit deinen Kollegen ausscheiden? Oder deine Kollegen spielen weiter, aber du scheidest aus? Wenn ich der Spinazzola wäre? Wenn du der Tom Gisler wärst? Also, was wählst du von diesen beiden? Jetzt im Ernst?
Ja, du willst natürlich, dass deine Mannschaft weitergeht. Gut, du bist verletzt, aber du willst... Weißt du, so, nachher hast du immer noch, okay, wir sind alle gut, zusammen ausgeschieden. Du hast natürlich die 4-5 Monate, wo du natürlich nicht kannst. Ja, mindestens 4-5 Monate. Aber wenn du mich jetzt fragst, dass Spinazzola lieber gehabt hätte, sich nicht zu verletzen und gegen Belgien im Penalty rauszugehen... Nein, das hätte er wahrscheinlich nicht. Nur in dem Moment, was ist schlimmer für einen persönlich? Mhm. Ja, schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Aber Sandra, hast du immer noch, wir sind zusammen ausgeschieden. Weil jetzt ihr den Immobilien gebracht habt. Hey, nein. Es ist ein bisschen viral gegangen. Peinlich, richtig peinlich. Es ist peinlich und es ist, aber was ich wirklich wollte sagen, es ist nicht wieder so, ja, typisch Italien. Das ist nicht kein italienisches Phänomen. Das ist grundsätzlich, also ja, für all die, die Szene nicht gesehen haben, vor dem 1-0 für Italien, der Immobile im Strafraum wird gefällt oder auch nicht. Auf jeden Fall tut er so, als müsste er jetzt gerade sterben, wälzt sich am Boden, als wäre er wirklich schwer getroffen. In dem Moment, wo er am Boden liegt, fällt hinter ihm durch das 1-0 für seine Mannschaft und in dem Moment, wo er es realisiert, springt er auf, als wäre nie etwas gewesen. Und das ist so ein Fußballer-Ding. Ich verstehe, dass man, wenn man gefällt ist, ein bisschen dramatisiert, weil du kannst den Schiedsrichter durchaus beeinflussen, dass er dann auch mal pfeift. Aber man muss ja nicht so tun, als würde man sterben, weil nachher ist es mega peinlich. Klar. Und es ist mir auch ein Rätsel, wieso dass er das nicht merkt. Also, dass er dann nicht wenigstens versucht, ein bisschen Schauspieler und halt versucht, langsam wieder aufzustehen, langsam zu jubeln. Ja, mach doch Freude, doch die ersten 10 Meter vielleicht noch ein bisschen humpeln. Ja, verstehe. Aber dass das jeder Spieler würde machen oder sehr viele Spieler würde machen, dass es nicht ein italienisches Phänomen Nein, ist, das kann Unsinn sein. Aber es ist weniger geworden. Ich habe gefunden, es ist viel weniger geworden. Ja, es ist weniger geworden. Hat vielleicht auch ein bisschen mit dem VAR zu tun oder so. Vielleicht. Das so aber in so einer Situation, wir werden jetzt ja nie wissen, weil Italien hat im Anschluss gerade das Goal geschossen, werden wir ja nie wissen, hätten sie es dann im VAR überhaupt gecheckt oder nicht. Nein, also genau. Das war absolut nichts. Also doch, wirklich. Also er hat ihn ja hinten schon an der Ferse getroffen. Aber es hat wahrscheinlich nicht für einen Penalty gelangt. Aber der Kontakt war da. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass er eine Schwalbe gemacht hat. Nein. Der Kontakt war da. Ja. Und dass man jetzt natürlich, man hat ja keine Augen im Rücken, man sieht ja nicht, wie die Aktion weitergeht, dass man jetzt natürlich als Spieler in dem Moment sagt, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen rumkrugeln am Boden, weil durch das kann ich vielleicht den Schiri beeinflussen, dass er es in die Waage anschaut. Das ist für mich, das gehört zum Fußball. Das ist für mich okay. Aber bist doch bitte, wenn du so intelligent bist. Du kritisierst vor allem die schauspielerische Leistung, gell? Ja. Einfach nicht bis zum Ende durchgehen. Nein, es geht ein bisschen auch um Intelligenz. Wo man sagt, hey, es hat 30 Kameras in dem Stadion, mindestens Millionen von Zuschauern. Du hast dich jetzt doch eine halbe Minute umgewälzt. Dann kannst du doch nicht einfach wieder so rumgumpen. Meint ihr dann wirklich, das ist denen peinlich? Wenn ihr meint, dass das Fußballer peinlich ist, wenn sie gefilmt werden bei der übelsten Schwalm und am Bodenroll und so, dann das müsste das schon lange ausgerottet sein. Das meine ich, also, es ist offensichtlich nicht peinlich. Es ist Teil vom Fußball. Ist okay. Per Selbstverständnis ist es Teil vom Fußball. Es gehört total dazu. Es ist völlig normal. Und als Zuschauer finde ich halt einfach... Ich finde, es ist viel weniger. Ja, es ist besser. Die EM, das ist Endrunde, wie es gab, also vor allem in der K.O.-Phase. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je gegeben hat. Erstens mal fallen immer früh in die Goal. Es gibt keine irgendwie verschleppende Spiel, kein Abwarten. Es gibt nicht das Taktieren, so das 0-0. Niemand getraut sich etwas. Es ist wirklich eine sehr mutige Endrunde. Ukraine gestern, sehr enttäuschend. Die Ukraine war die Einzige, die sich irgendwie geweigert haben, aus irgendwelchen Gründen, zum jeweils mitspielen. Aber sonst, alle haben schnell einen Vorschlag gemacht. Du hast jetzt gerade ein paar Themen aufgebracht, die ich gerne noch mit euch möchte besprechen. Leider läuft das langsam die Fernsehzeit davon. Ich möchte das im Audio-Podcast, der noch etwas weiter geht als die Fernsehsendung, dann alles nochmal aufnehmen. Nur schnell, so als Abschluss von der Fernsehsendung, wenn man jetzt vorher schaut auf die Halbfinals am Dienstag Italien-Spanien, am Mittwoch England-Dänemark. Was erwartet ihr von diesen beiden Halbfinalen? Ich erwarte das Finale Italien-Dänemark. Ich auch. Also ich denke, also da sind wir uns einig. Von dem, was man bis jetzt gesehen hat, wäre es wünschenswert, das sage ich jetzt nicht als Italiener, sondern nein, von der Leistung, die man gesehen hat, wäre Italien-Dänemark sicher das richtige Finale. Aber es kann alles passieren. Man darf nicht unterschätzen, dass England natürlich einen absoluten Heimvorteil hat. Da kann man sich dann auch wieder darüber streiten. Sie haben es jetzt erhöht, die Anzahl Zuschauer im Wembley. 60'000. Meiner Meinung nach ein riesen Fehler mit dem, was jetzt gerade passiert. Also andere Leute dürfen nicht auf England, sonst musst du 10 Tage in Quarantäne und ich weiß nicht, was... Delta-Variante also stimmt einmal mehr, in England. Stimmt das Mass nicht. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Also im Wembley vor 60 Engländer selber dürfen shooten. Ja, aber gegen Dänen. Ich glaube, Dänen ist für gegen alle ein Vorteil, außer gegen Dänen, weil Dänen die sind in sich schon und die peitschen sich und noch. Ganz ehrlich, sollte es zu einem Finale kommen, Italien-Dänemark, und Italien sollte verlieren gegen Dänemark, dann weiss ich aber auch, dass Dänemark das sicher auch verdient hätte und Italien sicher das Beste gemacht hat. Ja. So. Sie sind jetzt also sehr Dänemark, für mich, abgesehen vom ganzen Eriksen-Case und so weiter, wäre auch rein fußballerisch ein verdienter Sieger. Jetzt finde ich es, ich habe sie immer eigentlich überzeugend gefunden in jedem Spiel, also das erste kannst du nicht zählen. Aber jetzt gegen die Tschechen sind sie also wirklich nicht sehr
berauschend gewesen. Ja, aber wenn man dann davon ausgeht, dass jede Mannschaft auf dem Weg zum Titel auch mal ein schwaches Spiel hat müssen einziehen und man das erste Spiel mit dem Eriksen-Drama nicht kann zählen, dann ist jetzt das vielleicht das schwächere Spiel von den Dänen. Und ja. Dann wünschen wir uns alle, dass sie gegen die Engländer das Spiel von ihrem Leben zeigen. Mhm. Und nicht, dass wir die Engländer draussen wollen unbedingt, aber denen aber es kann wirklich schon... auch Spanien-England sein, das Finale. Wirklich. Also. Da habe ich Zweifel. Also, nein, das ist, wir ist schon gut. Wir einigen uns an dieser Stelle. Da müssen wir es ja nicht mehr schauen, haben wir mal frei. He? Aufs Finale, endlich wieder mal frei. Können wir mal das Finale schauen? Okay, endlich wieder mal frei. Italien, Dänemark mit dem... Gehen wir ins Public Viewing, oder? Nein. Nein. Wobei, nein. Italien, Dänemark? Ah, Italien, nein, ich natürlich. Nein, gar nicht. Also, so viel für den Moment im Fernsehen. Nächste Woche kommen wir am Donnerstag dann wieder. Das letzte Mal während dieser Europameisterschaft, mit der letzten Europameisterschaftsausgabe, dann zu Gast Nationalrätin Aline Trede. So, und jetzt können wir noch die Themen aufgreifen, die du noch aufgeworfen hast. Viel frühe Goal. Wirklich sehr viel frühe Goal. Aber auffallend, weil sich die Mannschaften, finde ich, einfach mega getraut. Also es gibt nicht die Abwartephase, die du sonst einmal gehabt hast, gerade in K.O.-Runde-Spiel, die fällt wie weg an der, also alle fangen irgendwie gerade an zu drücken und probieren zu früh ein Goal zu suchen. Ja, auch weil du weißt, wenn ich so mit Mannschaften taktisch spiele, weißt du auch, dass wenn sie in die Hose geht und du trotzdem halt trotzdem früher gehst, dann ein Goal bekommst, du hast noch genug Zeit, also alles ist irgendwie wie machbar. Du hast immer das Gefühl, so wie beim klassischen 3-1 hinten drei gegen Frankreich. Du hast gewusst, ich habe gewusst, die Hälfte der Schweiz ist zwar schlafen, aber ich habe gewusst, nein, da kann jederzeit etwas passieren. Ich habe wirklich so ein Gespür gehabt. Und das liegt daran, dass alle Mannschaften wollen spielen oder die allermeisten wollen spielen. Und darum nimmst du auch sonst einen Fehler hin, du das in Kauf. Weil du weißt, du kannst es jederzeit wieder gut machen. So ein meine Meinung. Ich finde es also einen extremen Fortschritt gegenüber früheren Endrunden. Ja. Dass da mehr und also das Niveau an dieser EM ist sicher grösser, höher als der letzte WM in Russland. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und halt eben das mit dem Inkauf nehmen. Du hast auch viele Spiele, wo ein Goal fällt und dann vielleicht noch ein zweites, aber die anderen kommen nochmal an. Also es gibt ein viel, viel offeneres Spiel hin und her. Bei früheren Endrunden war es oft, okay, 1-0, dann ist eigentlich das Spiel entschieden. Nein, wir haben sensationell schönes Zeug. Ich meine, ich denke nur schon Deutschland-Ungarn. Das war schon das Highlight, oder? Krass, 6 bis 6 Minuten vor Schluss wäre es draußen gewesen. Und jetzt sind es einfach 90 Minuten später draußen gewesen. Was mich sehr froh stimmt, ist, jetzt ist das das zweite grosse Turnier hintereinander, wo die Schweizer weiterkommen als die Deutschen. Ja. Stimmt, das war gar nicht bewusst gewesen. Ja. Das ist super. Also, Wahnsinn, wenn das so weitergeht in dieser Entwicklung, voll okay. Aber es ist eigentlich erstaunlich, weil man hat ja gesagt, es war eine ganz, ganz schwierige Saison. Viel zu viel Spiel mit dieser ganzen Corona-Geschichte und so. Die müssen doch eigentlich alle auf der Schnur sein und nudelfertig. Und man hat eigentlich eher können erwarten, dass es vielleicht ein träge Spiel gibt, weil die einfach auf dem Zahnfleisch laufen, all die Spieler. Ich glaube, das sind zwei Sachen ganz wichtig. Das erste ist, dass es jetzt ja doch 24 Mannschaften gewesen sind. Hast du jetzt auch viel mehr Zeit gehabt zwischen den einzelnen Spielen? Also ein Tag, zwei macht da natürlich sehr viel aus. Hast du nicht viel Zeit? Wie sonst? Wieso? Es sind einfach mehr Spiele am Tag. Es sind einfach drei Spiele am Tag. Nein, aber beim Achtelfinale, zum Viertelfinale, hast du dann hast nicht länger Pause, dann einen Tag mehr Zeit. Einfach nicht, weil die Runde geht gleich lang, wie es noch mit 16 war. Bin mir nicht sicher. Gut, das nein, eine? Das glaube ich, nur 3 Wochen gewesen, nicht? Jetzt sind es 4. Ja, kann sein. Gut. Ja. Und das andere, ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, dass du jetzt natürlich, wenn du eine Bank hast, die dir das erlaubt, hast du natürlich mit den 5 Auswechslungen. Ah, ja. Das macht natürlich schon sehr viel aus, ob 3 oder 5. Das macht. Weil mit 5 Spielern kannst du auch taktisch, je nach Bedarf, kannst du ein Spiel komplett wechseln. Du kannst die ganz taktische Einstellung von deiner Mannschaft, wenn du 4 aufs Mal einwachst, oder innerhalb von sehr kurzer Zeit, kannst du deine Mannschaft komplett anders laufen lassen und spielen lassen. Das stimmt, ich bin nicht Freund eigentlich von der, also ich habe sie natürlich verstanden und richtig gefunden, aber mittlerweile bin ich sogar dafür, dass man das so lässt, weil wirklich, wie das passiert. Also was du jetzt gesagt hast, Leonardo, dass man als Trainer viel mehr Einflussmöglichkeiten auch hat eben während dem Spiel. Aber was machst du zum Beispiel in einer Meisterschaft, wo du natürlich dann Giganten hast gegen die Aussenseite, wo natürlich, wo du auf der Bank die Möglichkeit eben nicht hast. Du kannst es aber auf die Endrunde zum Beispiel beschränken. Das wäre das Problem. Gerade bei der Endrunde ist ja das Problem, dass du teilweise dann mit angeschlagenen Spielern musst spielen, weil du weißt, sonst gehst du vielleicht raus und den kannst du vielleicht früher mal dann raus vom Feld nehmen, weil du einen anderen kannst reinbringen und du so einfach mal kannst wechseln. Ich glaube, bei Endrunden wäre das wirklich eine sehr gute Idee. Aber ja, das ist vor allem in der Liga ist es natürlich Katastrophe, die Kleinen. Stimmt, oder? Also wenn Juve 5-mal wechselt, ist es etwas anderes, als wenn Regina oder so 4-mal wechselt. Ja. Und vor allem auch im Hinblick auf die... Könnt ihr euch das jetzt vorstellen, eine WM in Katar? Wenn man jetzt die Bilder sieht, die Begeisterung mit den Fans... Ich weiß, die Baustelle ist jetzt nochmal, aber...
Egal, ich kann nur ehrlich sagen, dort natürlich bei 40 Grad oder was auch immer das dann sein wird, ausser man hat eben die voll klimatisierten Stadien, das ist ein Witz. Dort zum Beispiel machen natürlich 5 Auswechslungen sicher auch Sinn. Auch der Cooling Break, wo sie etwas trinken kann, zwischendurch, finde ich, macht auch Sinn. Ja. Ja, es hat viele gute Sachen gegeben. Ich finde auch die Schiedsrichterleistungen sind sehr gut an dieser WM. Auch das mit dem VAR hat jetzt überraschend sehr viel besser funktioniert als in vielen Ligen. Also man kann natürlich das schon verstehen, der Arnautovic, dass er sagt, das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Und so. Aber ich finde, aber dann ist das ist ein grundsätzliches Problem mit dem VAR. Genau. Wenn es ums Abseits geht, finde ich es eben genau richtig, dass es das jetzt gibt. Weil es kann dich mal verwünschen, mal nicht. Mhm. Aber dort ist rein Science. Also es hat dann nichts mehr zu tun mit VAR. Das ist einfach eine Linie. Genau, und die Linie kannst du ja nicht. Du müsstest in dem Fall müsstest wie ein VAR machen, wo bei Abseits sagt, wir geben 5 bis 10 cm Kulanz. Das könntest du ja machen, wie bei der Geschwindigkeitsding da. Gibt es das doch auch, oder? Bei der Geschwindigkeitsbus. Wenn du 50 fahren darfst, dann 50. Ja. 5 Dollar. Ja, das könntest du auch machen, weil das ist dann wie gleiche Höhe. So etwas könntest du ja noch machen. Das könnte man machen. Dass eigentlich die Linie breiter ist. Genau. Dann aber ist dann nicht so ja, das Gleiche. Ja, was heisst dann, wenn er dann einen Zentimeter außerhalb vom Limit ist? Also von dem her finde ich es abseits sensationell. Weil es ist ein Abseits oder es ist kein Punkt. Von dem her finde ich das eine gute Sache. Und sonst sind es schnell entschieden worden. Ich habe gefunden, es ist meistens richtig entschieden worden. Es hat nicht, wie es das viele in der Liga ist, dass sich irgendwie ein VAR, weißt du, es ist irgendein Spiel und es passiert irgendetwas im Strafraum und dann spielt es schon weiter und dann wird es auf einmal unterbrochen. Dann heißt, der VAR hat vorher etwas gesehen und alle Spieler haben keine Ahnung, was der jetzt gesehen hat, aber der VAR hat irgendetwas gesucht und irgendetwas gefunden und hat dann eine Penalty gegeben. Das ist jetzt nie passiert. Nie. Ja. Jetzt stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn, das haben wir jetzt ja zur Genüge gesehen, der EM, dass teilweise ja eine halbe Minute gespielt wird, bevor dann... Das Wait and See, beim Abseits. Jetzt stell dir mal vor, es wäre jetzt bei Pinazzola passiert. Dass man sich so verletzt, obwohl es sonnenklar 10 Meter abseits war. Das wäre noch ärgerlicher. Oder? Und wieso genau machen sie das? Eigentlich ist es ja klar, du musst zuerst die Chance fertig laufen lassen, weil du weißt nicht, wie sie ausgeht. Vielleicht gibt es ja ein Goal und der Linienrichter ist sich offensichtlich nicht ganz sicher, ob es abseits war oder nicht. Wenn er jetzt die Pfanne aufhebt und es wird gepfiffen, dann ist die Chance vorbei. Aber vielleicht war es ja kein Abseits. Darum lassen sie es lieber fertig laufen. Es gibt dann ein Goal, falls es vorher Abseits war. Können sie es noch überprüfen? Es macht durchaus Sinn. Wenn du den VAR für den Abseits brauchst, macht es Sinn, dass du es so handhabst. Es ist halt teilweise stehen es halt wirklich 2 Meter und dann findest du, heb die Fahne wirklich. Und ich finde, das tut dann auch wirklich... Also nervt. Dann brauchst du ja keinen Mensch als Linienrichter mehr. Also das tut ja auch ihre Autorität untergraben. Weil ich finde, wenn du 4-5 Meter klar im Abseits bist. Dann darf schon, wenn er sicher ist, dass er aufsagt. Aber es traut sich doch keiner mehr. Einmal ist doch der Shakiri ist doch auch irgendwie losgezogen. Ja. Und er hat auch schon, wieso? Darf ich da sein? Ja, aber mir ist einfach ein paar Mal so vorgekommen, wo ich gefunden habe, also das musst du gesehen haben. Das ist ganz klar abseits und trotzdem im Spiel weitergeschaut. Nein, so Endrunden haben aber schon. Sie haben auch schlecht. Natürlich. Also es ist ja immer schön, wenn so... Es ist halt etwas sehr national. So alle feiern damit mit ihren Nationalmannschaften. Und das heisst, es tangiert auch ganz viele Kreise, die sonst sich jetzt nicht so mit dem Fußball näher fühlen. Und die reden dann auch darüber. Und gestern bin ich in den Zug gefahren und dann hast du so ein Abteil weiter und nachher reden so 2 ältere Ehepaare über die Schweizer Nazi und das Spiel. Das ist halt schon... Also die bewegt das dann, die findet, wir müssen jetzt darüber reden. Und es ist wie so, du hockst dann nebenan, ich habe nur zugelassen, ich habe nichts gesagt. Und sie reden einfach so wie etwas... Also, welches Spiel habt ihr... Genau. Du weißt, so irgendwelche Fakten, die gar nicht passiert sind. Mhm. Also es sieht doch mega gut, dass sich die Schweizer trotz 2 roten Karten noch in die Verlängerung eingewechselt haben. Und alles so. Und es geht ja natürlich nicht, dass Verteidiger können doch gar nie Penalty schiessen. Wie gehst du mit dem um? Also, wir kennen die Situation, dass wir irgendwo sind und neben Tisch redet jemand über ein Thema, in dem Fall Fußball, wo du ganz klar merkst, du weißt viel mehr, bist viel besser informiert als die. Und dann ist es schon eine unangenehme Situation. Der Reflex ist ja, dass du sagst, das ist ganz anders. Dass du aufstehst und anhockst und sagst, kann ich euch schnell sagen, dass das und das und das anders ist? Oder man haltet es einfach aus, haltest du es aus? Ich halte es aus, ich kann sicher nicht in den anderen sagen, nein. Für die ist das stimmig in dieser Viertelrunde, dass sie das so redet. Es kommt natürlich darauf an. Also wenn es so passiert, wie jetzt mir mit meinem kleinen Bub am Freitag nach dem Spiel bin ich an die Langstrasse mit ihm. Mhm. Weil es gibt ja viele Italiener, die sagen, nein, nach einem Viertelfinale gehe ich jetzt noch nicht an die Langstrasse. Ich habe jetzt gefunden, nein, wir weiss nicht, wenn das wieder passiert. Und ich wollte die Emotionen mit dem Kind ja vermitteln. Mhm. Darum bin ich trotz der späten Uhrzeit, aber es war Freitagabend, bin ich trotzdem an die Langstrasse. Und dort war es natürlich so, dass ich die Situation noch nie so erlebt habe. Weil normalerweise hast du ja immer nur Fans von der Siegermannschaft. Ja. Durch das, dass aber Spanien vorher schon gewonnen hat und natürlich
natürlich an jeder zweiten Bar ins Spiel gezeigt worden, in Spanien. Es war eine total krasse Stimmung, als ich dann um 11 oder was auch immer dort angekommen bin. Hast du so ein Gefühl gehabt, die Party ist ja schon seit Stunden am Laufen, Berge von Flaschen am Boden, Abfall und alles. Und ein wahnsinniger Fanmix von Spanier, Schweizer und Italiener, die dann nach und nach immer mehr geworden sind. Und jetzt dort natürlich mit einem Spanier, mit einem Schweizer wollen anfangen zu diskutieren, wo schon 27 Bier hatte und schon seit 4 Stunden dort ist. Dort lässt du lieber sein. Eher nicht. Dort lässt du lieber sein. Ja. Nein, ich bin da auch einmal sehr entspannt. Ja. Also ich nehme dann einmal ganz ruhig mein Speakerpult, stelle es neben drauf und du dann so einen Vortrag halten, wie es richtig ist. Nein, natürlich nicht, ich sage dann nichts. Aber ich finde es so faszinierend, was das die Leute bewegt, um über Fußball gemeinsam das reden, obwohl sie offensichtlich sehr weit weg vom Thema sind. Weißt, es hockt ja niemand, du findest nie einen Viererabteil, wo jetzt über, weiß ich nicht, die Weissgeldstrategie redet oder über irgendeinen Bürgerkrieg in Somalia, obwohl sie absolut überhaupt keine Ahnung haben davon. Warum passiert es denn mit dem Fußball? Ja, das ist ja geil am Fußball. Das ist ja, darum ist ja Fußball bald spannend. Aber es ist so, wie sie sind völlig in ihrer eigenen Welt. Total egal. Es ist wie so irgendwelche Wahrheit. Meine Freundin hat mir auch gesagt, am nächsten Tag immer noch im Homeoffice, eine Sitzung nach der anderen, und das erste Thema bei jeder Sitzung ist Schweiz-Frankreich-Spiel. Unbedingt. Das gehört auch zur Psychohygiene, das ist auch das, was dann wie so ein Land zusammenschweißt. Und das ist das, was vielleicht der Schweiz auch gefehlt hat in den letzten 700 Jahren, dass man nicht alle zwei Jahre nach einem grossen Turnier relativ lang in der Emotion kann miteinander mitgehen und ein gemeinsames verbindendes Element hat, sondern man hat dann den anderen können zuschauen, wie die das haben, die Italiener und die Spanier und die Franzosen im Team. Und selber hat man gefunden, ja, für uns ist es halt, wenn wir überhaupt dabei gewesen sind, jetzt schon. Aber wie dann, gesagt, ich bin gar nicht so sicher, was besser ist. Ist dann wirklich, ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig verbunden gefunden mit denen, obwohl wir ja beide mit der Schweizer Nationalmannschaft mitgefiebert haben. Mit wem hast du dich verbunden gefunden? Mit denen im Zugabteil nebenan. Nein, aber mit denen im Geschäft. Wenn du sagst, mit Arbeitskollegen und beim Mittagstisch und so, in normalen Zeiten, wo nicht Homeoffice herrscht. Ja, also Fußball ist so dominant, dass ich glaube, dass Fußball nach so einem Abend, am nächsten Tag, im Bus, im Tram, im Büro, ist Smalltalk, wo, also weißt, es ist so wichtig, Fußball, dass es ein Ersatz ist als heute haben wir schönes Wetter oder heu, wie geht's? Anstatt über das Wetter reden. Ja, genau. Fußball ist so dominant, dass es so wichtig ist, dass man es als Smalltalk kann benutzen kann. Ja. Aber so nicht wie zum Beispiel dann, wo es gehackelt hat, weil dann hat es ja auch ein Thema, also es gibt ja genug. Nein, aber das eine schlägt das andere. Mhm. Wenn die Schweizer Frankreich schlägt, ist wie eins krasser, als wenn es halt wieder mal hagelt. Das stimmt. Ausser du bist Gemüsebauer und die Ernte vom ganzen Jahr ist in dieser Nacht zur Sau gegangen, an dem Tag. Ja. Das mit dem Fußball Smalltalk ist recht lustig. Wir haben mal irgendwann, ich weiß gar nicht, was das war, auf jeden Fall einen Bericht im 12 von einem, der erzählt hat, wie die Norweger so ihre komische Verbindung zu England, so dass das einfach so dass die Premier League und so. Und der hat gesagt, das ist so krass. Dort, dass du dann teilweise siehst, zwei 60-jährige Frauen, die sich nicht so gut kennen, die treffen sich auf der Straße und die reden dann darüber, hey, hast du gesehen, wie Sheffield gestern gespielt hat? Und die haben gesagt, hey, hast du gesehen, Norwich hat wieder den und den eingewechselt. Das ist ihr Smalltalk-Thema. Ja. Premier League, zwei Omas in Norwegen. Schäbe geil. Also, die laden wir dann einmal, die zwei Omas aus Norwegen laden wir einmal. Sie dürfen nicht norwegisch reden. Und sie sagen wahrscheinlich nicht Norwich, sondern Norwich. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Doch, die kennen sich dort nicht. Also, Norway. Leonardo, danke vielmals für den Besuch. Danke für die Einladung. Dankeschön. Wir haben, glaube ich, schon fast alles besprochen. Wir haben wieso das Turnier abschliessend behandelt, obwohl wir erst Perium vor dem Halbfinale stehen. Einmal kommen wir noch. Einmal Sikora Wiesler, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tom Wiesler und dem Meme Sikora.